Ja, als ob ihr mich aufholt, ey. Ich habe so ein... Oh ja, klar, jetzt sind überall die Bullen. Schieß mir nur nicht in die Reifen. Hör auf zu ballern, ihr Schweine. Juhu. Miau. Ey, die können unmöglich so schnell wie ich sein. Was befragen? Erzählen willst, dass er schlechtes Dorf verkauft. Nur zu. Aber trotz allem muss das Zeug ja verkauft. Was, Jungs? Halt's Maul. Jetzt geht's los, Jungs. Was ist mit dir? Seid ihr bescheuert? Was wickst ihr mich hier an? Blöder Wichser. Ich mach euch alle platt, ihr Pissnelken. Wir brauchen Hilfe. Verfügbare Einheiten. Hier kann man Hals Maul. Bewaffneten Farbigen, männlich, im ich fick euch alle, wenn ihr hier hinkommt. Ich schwör, kommt hier hin, kommt, kommt. Hier, fress. Ihr blöden kleinen Wichser, echt. Verpiss dich. Jetzt reicht's hier aber. Ihr blöden Penner, ey. Einmal hier durch den Park. Sag mal, willst du mich verarschen? Du dreckiger, blöder Piss. Karren, ey. So, hier können sie mich unmöglich sehen. Yeah. Und volle Kanne. Yeah, baby. Scheiß drauf. Boah, wir haben gar keine Motorhaube mehr. Noch besser. Ich hab die Schnauze langsam hier echt gestrichen voll. Jetzt muss ich da wieder durchfahren oder was? Aber nur kurz. Ich bieg hier sofort wieder ab. Bloß nicht in die Nähe von diesen Bullen kommen. Alter, wie die mich nerven, ey. So scheiß nervig. Ey, hier, ne, geschenkt. Ich will eine andere Karre haben. Die ist mir zu assi. Gib mir hier den. Der ist geil. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Innenstadt. Ich brauche eine neue Karre. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Ja, steig aus. Steig aus, sonst prügel ich dich raus. Hier ist dein Wagen, Boss. Das ist eine große Hilfe. Wieso kann ich dich nicht verprügeln? Ich will den ein paar reinhauen. Ist doch meine Sache. So. Mann, habe ich jetzt endlich ein vernünftiges Auto, ja? Da will man mal schnell so einen Penner befragen. Haut der ab. Oh Mann, ey. Und dann die Bullen. Oh Gott, die Bullen. So, kurz geheilt. Wir waren ja ziemlich am Arsch. Ne, hier noch nicht. Yo. So. Dann können wir gleich gediegen. Hä? Hier muss ich rein?
Boah, hier sieht man ja nichts, ey. Ist ja dunkel wie wer weiß was. Wie ein Bärenarsch. So, jetzt sind wir in Bayou, wie es aussieht. Da ist ja dieses ländliche Gedöns. Ja, hier rüber, alles klar. Holzbrücken, ich liebe Holzbrücken. Da würde ich ja im Leben nicht mit meinem Auto drüber fahren. Wow. Das ist aber sehr eng. Sag mal, kann ich dich mal gerade überholen? Danke. Na, noch 1,3 Kilometer. Und jetzt müssen wir da herfahren. An alle Einheiten. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Ich wiederhole. Verfolgung beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Na, jetzt haben die erst aufgehört, uns zu suchen. Bleib auf deiner Spur. Ja, sieht doch ganz gut aus. Yeah, okay. Ist schon eine gruselige Gegend hier, würde ich sagen. Wohnen möchte man hier nicht. Sehr neblig, sehr verregnet. Aber immerhin Palmen. Ich weiß ja nicht, wie es tagsüber aussieht, aber abends sieht das hier kacke aus. Wow. Hä? Was war das? Was war das denn jetzt für eine Zeitlupe? Hä? Befragen. Geh mal nach Hause befragen. Hier ist doch gar keiner. Doch da. Ja, Schlangen! Boah, ich dachte, er hat mich gesehen. Mokassin-Schlange in die Hose, Junge? Die schlängeln und kriechen schon nicht an dir hoch. Halt einfach die Augen offen, falls dieser Alvarez in diese Richtung abhauen will. Ja, komm zu mir, Dicker, komm zu mir. Ich will dich töten, du blödes Schwein. So, haben wir hier noch irgendwo welche? Nicht, dass wir gleich hier in jemanden reinlaufen. Komm schon, Alvarez. Ich weiß nicht, ob da oben... Wir tun dir auch nicht weh. Wie ihr wollt, wenn ich nur den kleinen Korinthen-Scheiß anzufassen krieg. Einen Scheiß wirst du tun. Sal will den Typen lebend. Klar, was das heißt? Hey! Ich zeig dir, was das heißt. Alle zu. Ihr krümmt dem kleinen Wichser nicht ein Haar. Hörst du, Alvarez? Der Boss will nur mit dir... Oh Gott! Gott, bitte... Lass mich nicht so sterben. Nee, lass ich nicht. Keine Angst. Ich mach's auf Mafia-Art. Und danke für den neuen Molotow. So, die sind auch schön verbrüht. Dann mach mal auf. Sprichst du unsere Sprache? Sie? Die Kerle vom Haus sind tot. Ich will nur mit dir reden. Ich schieb dir jetzt meine Waffe rüber, okay? Mira, wenn du mich reinlegen willst, dann leg ich dich um. Kann ich mitarbeiten. Du bist doch der, der mich töten will. Ich wollte dich nicht töten. Ich habe versucht, dich zu finden. Dein Onkel
hat dich verraten. Er will dich nicht raushauen. Du lügst! Ich hab ihn gesprochen und er schickt mir ein Boot! Glaubst du, diese ganzen Ithaka waren zufällig da, als du hier aufgekreuzt bist? Saraga hat Selma Kano gesteckt, wo er dich findet. Ich muss telefonieren. Scheiße, Mann. Wen willst du denn anrufen? Makano wollte dich nie wieder aus der Stadt lassen. Der Typ nutzt dich aus und wenn er hat, was er will, bringt er dich um. Deine einzige Chance, hier heil rauszukommen, bin ich. Was willst du von mir? Sag mir, wo Makano seine Fälscherwerkstatt hat, dann sind wir quitt. Es ist alles, in einem Boxclub, der Tori Makano gehört, aber das läuft alles schon. Siehst du, das reicht schon. Na komm. Du musst schleunigst hier raus. Wo bringst du mich hin? Ich kenne jemanden, der dich aus der Stadt bringen kann, damit Makano dich nicht findet. Mierda. Wenn du am Leben bleiben willst, bleib dicht bei mir. Verstanden? So sieht's aus. Schön dicht bei mir bleiben. Oh oh. Ich kann fahren. Nein, wir nehmen mein Auto. Wenn er dich hier rausbringt, gerne. Aber halt den Kopf hoch. Oh, verflucht. Ah ja, schieß weiter. Warum habe ich so eine blöde Waffe? Sag mal. Ich brauche mein Gewehr. Oh nein, diese scheiß GEMA-Musik. Ich fall tot um, ey. Wenn ich mitsinge, zählt das dann als Cover? Au. Pimmel. Komm schon. Du feige Sau, komm. Ja, du machst das richtig. Direkt dahin schießen, wo du herkommst. Was machst du? Läuft er einfach nach vorne. Oh oh, ich muss weg. Schönes Ding. Auf Wiedersehen. Jawohl, der hat den. Ah, nein, 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 nein. Ach. Knapp in dir von der anderen Seite. What? What? Zu spät, um abzuhauen, Junge. Wow, wonder. Diese scheiß Musik hört nicht auf, ey. Nein. Das macht mich irre. Irgendwann ist das Lied doch mal zu Ende, oder? Oh ne, der hat das jetzt. Ja, schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. So, der ist schon mal Geschichte. Okay, okay, okay. Wo sind die denn? Nur noch einer da hinten, oder was? Da drüben. Hier sind noch mehr. I. Ach, da. Oh, das ist ja ein gutes Auto, ey. Steig ein, Junge. Was ist mit deiner Karre? Wow. Yo, yo, yo. Jetzt hauen wir ab hier. Los. Hör auf zu ballern. Wir fahren jetzt hier weg. Yeehaw.
Oh, du blöde Sau. Alter. Okay. Nein. Hat er mir jetzt in diese... Der schießt mir in die Reifen, der blöde Schweinehund. Oh nein. Oh Gott, ist das schwer zu fahren. Ja, sehr gut. Er hat mir alle Reifen zerschossen, oder was? Ja, klar. Bitches. Nee, geht nicht. Ich habe keine Reifen mehr. Oh mein Gott, wie das aussieht. Oh nein. Nein. Nicht ins Wasser. Oh mein Gott, das ist ein... Warum müssten wir mit dem Auto fahren? Oh mein Gott, ein Blatt. Ein Blatt hat uns aufgehalten. Oh, pass auf, hier sind Blätter und Grashalme. Da können wir nicht durchfahren. Könntest du den jetzt... Nee. Kannst du den abschießen, Mann? Okay, ich mach's selber. Können wir jetzt mit dem fahren? Bitte. Dein Auto ist scheiße. Das ist auch ein bisschen scheiße. Das war der letzte. Boah, ey. Wie auch immer, halt trotzdem die Augen auf. Das war der letzte. Mit deiner Kugel hinlaufen. Man kann es trotzdem ans Bein schießen. War da irgendwo eine Frage in dem Satz? Ja. Fühlte sich nicht richtig an. Pass auf, du hast mir nichts getan. Für mich bist du nur einer von den Leuten, die von Marcano verarscht worden sind. So einfach ist das manchmal. Wenn ich das überlebe, bringe ich meinen Lob. Ja, also... Was ist los? Ja. Wir haben jetzt ein super Auto geklaut, aber es hat wenigstens 4 heile Räder. Eigentlich dumm. Wir könnten auch sagen hier, bring uns mal einen anderen Schlitten. Ich bin im Bayou und brauche was zum Fahren. Im Moment total zugedröhnt. Ruf mich später an. Vielleicht geht dann was. Willst du mich verarschen? Möchte. Ich bin im Bayou und brauch was zum Fahren. Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Aha. Danke, ohne mich umzufahren. Junge. Jetzt ist es trocken, jetzt müsste die Karre... Ich weiß, dass du schätzt. Müsste die Karre eigentlich wieder besser fahren. So. Meine Güte, was ein Ärger hier mit Alvarez. Dein Onkel ist übrigens scheiße, Alvarez. Ich würde mich nach einer neuen Familie umschauen. Die sind nicht gut zu dir. Wir bringen den jetzt erstmal zu unserem Priester. Oh, wir haben nur noch 5 Minuten Zeit. Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Da unten läuft ja Zeit. What? Gut, dass wir jetzt hier ein schnelles Auto haben mit dem Käfer. Hätten wir das ja niemals geschafft. Echt jetzt? Muss ich da hin? Los, du Mistkarre, gib Feuer, Junge! Ah, da ist eine Brücke, deswegen. Und tschüss, heute keine Suppe im Angebot. So, müssen uns etwas sputen. Deswegen fahren wir auch hier so einen rasanten Reifen. Da ist ein Bullenauto irgendwo. Sollte man... Okay, da ist er. Miau, schön über Rot, interessiert ja keinen. So, oh, nein. Ich hab gehupt. Hau ab, Junge, hau ab. Lass uns hier weg. Ekelhaft. So. Wir haben nur noch 3 Minuten, das sollten wir normalerweise locker schaffen. Ja, sorry Alvarez, dein Auto wurde zu Klump geschossen. Es tut mir... Eigentlich tut es mir nicht leid, aber
Was soll's. Jetzt bist du ja in einem richtig coolen Auto unterwegs. So. Wunderbar. Ja, ja, wackel nicht so viel. So, da wären wir. So, komm mit. Lincoln, was ist denn los? Ich bräuchte Hilfe, den Mann hier aus der Stadt zu schaffen. Er hat Stress mit Sal Marcano. Also, ich kann nicht mehr. Ist das der, von dem du mir erzählt hast? Ja, das ist er. Hören Sie, Pater, ich muss Sie bitten, mir zu helfen. Was soll ich sonst mit ihm anstellen? Scheiße, ich... Na gut. Ich kenne einen Jesuiten in New Mexico, er hat schon Leuten in so einer Lage geholfen. Aber es müsste sofort sein. Marcano wird die ganze Stadt nach ihm umkrempeln. Gut, ich rufe ihn an. Pasa, por favor. Aquí estás a salvo. Gracias. Ich danke Ihnen, Pater. Jawohl, Alvarez gerettet. Meine Güte. Was hab ihn sterben gesehen? Jawohl. Auf wen schießen wir denn? So, das ist der nächste Story-Auftrag. Ein Moment, das hier... Hier ist sonst nichts mehr, ne? Oh, da sind wir bis da unten hingeeiert, nur für diese Kackmission, ey. Triff dich mit Donovan, um mehr über Tommy Marcano zu erfahren. Dann wollen wir uns mal mit Donovan treffen und mehr über Marcano erfahren. Über Tommy Marcano, seinem grenzdebilen, blöden Bruder. Machen wir uns mal schnell dahin. Wow, 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 oh, oh. Oh, die Frau hat Glück gehabt, wollte ich gerade sagen. Scheiß Bullen. Oh nee, ey. Dein Ernst jetzt? Schnell weg. Aber ganz schnell weg. Juhu. Ich schwöre dir, ich schnalle den jetzt ab. Scheiß auf den. Was? Noch zwei? Der ist nicht tot, oder? So. Es tut mir sehr leid, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Bullerei. Dann erschießt man halt mal ein paar Zivilisten. So schlimm ist das nicht. Früher war das so. So. Einmal hier entlang. Dann ein U-Turn. Als hätte ich nicht von der Seite da drauf fahren können. So, jetzt reden wir erstmal hier mit Donovan. Weil wir haben noch einen letzten Lieutenant übrig oder so. Nee, das ist ach gar nicht wahr. Das ist ja schon ein Chapo. Oder Capo oder wie auch immer sie es nennen. Ich nenne sie Chapo. So, Donovan, Donovan, Donovan. Mein Freund Donovan wieder im Eiswagen. So, scheiß auf die Karre. Bitte? Tommy Marcano brachte einen kubanischen Fälscher an, richtig? Sal hat einige Monate lang versucht, Scheine selber zu drucken. Aber das Ergebnis war für den Arsch.
Scheiß Farben, beschissener Druck, alles für den Müll. Daraufhin hat er jemanden gesucht, der sowas drauf hat. Und dank seiner Connections ist er dann auf Alvarez gestoßen. Und dieser Alvarez hat für Castro auch schon mal Geld gefälscht. Die meisten unserer Feinde fälschen unsere amerikanischen Noten. Und auch ein paar unserer Alliierten tun das. Er hat sich in Luft aufgelöst. In Luft aufgelöst? Was soll das heißen? Du solltest ihn doch nur am Leuchtturm abholen. Was kann ich dafür, wenn dieser Alvarez einfach einen Abflug macht? Ich wollte den Arsch einsperren, aber du warst ja dagegen. Wenn Saraga rauskriegt, dass wir seinen Neffen wie ein Stück Dreck behandeln, gibt's einen Riesenärger. Hast du gesagt? Und dann taucht Lincoln Clay auf und knallt jedem zweites Loch Lincoln in den Arsch. Lincoln Clay! Langsam kann ich über den Schwanzlutscher nicht mal mehr kotzen. Das ist nur ein Mann. Ein perfekter Nigger. Wir stehen auf dünnem Eis, Tommy, das weißt du. Geht da was schief, sind wir alle am Arsch. Hast du kapiert? Ja, aber... Was würdest du denn tun? Was ich tun würde? Das ist doch keine höhere Mathematik. Wenn der Nigger Alvarez erwischt hat, weiß er von den Druckplatten und wird sie sich holen. Das ist ja wohl klar. Schwing deine Eier in das Boxstudio und pass auf sie auf. Ja, mach ich. Schon unterwegs. Was sagst du nochmal? Leckst du hier zahnlos den Boden auf? Bau keinen Scheiß mehr. Verdammter Arsch. Wenn ich das richtig verstehe, hatte Tommy Marcano die Druckplatten in seinem Boxstudio versteckt. Tommy war klar, dass ich Lincoln die Platten holen wollte. Aber das durfte keiner mitkriegen. Hätte er sein Studio geschlossen und die ganzen Files abgesagt, hätten doch alle sofort geschnallt, dass da irgendwas läuft. Das wollte er unbedingt vermeiden. Wie hat sich Lincoln Clay Zugang verschafft? Ich sollte jemanden für ihn suchen, einen Elsie Bennett. Elsie ist ein Kleinkrimineller und hat für Sammy gearbeitet. Dann hat er ihn beschissen und ist aus dem Hollow rausgeflogen. Naja, und danach hat er sein Geld verdient, indem er Jungs angeworben hat, für Tommys Jungle Fights. Er musste beim Türsteher nur für Lincoln bürgen und schon war er drin, völlig problemlos. Elsie ist beim Briar Patch, ganz in der Nähe. Ich fahr mal vorbei und sag Hallo. Mal gucken, wie es läuft. Viel Spaß. Brennt wie Napalm ist die nächste Mission. So, gucken wir mal gerade. Das ist die Story-Mission. Und hier müssen wir noch lauter Sachen erledigen. Das mache ich aber off-air. Ja. Alles klar. Und dann werden wir Stückchen für Stückchen weiter dafür sorgen und Marcanos, ja, Imperium wie Napalm abfackeln. Das wird ein großer Spaß werden, denn ich glaube, Tommy Marcano werden wir nicht leben lassen. Der würde auch nicht die Seiten wechseln. Der wird böse abgeschlachtet von uns. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie immer, fürs Zuschauen. Rinja hauen. Bis zum nächsten Mal.